Mein Name ist Tanja Gabriele Bauzorn. Einige von euch, die kennen mich ja auch. Ich leite bei Mensa das Ressort Wissenschaft und Forschung. Im Hintergrund ist Jens Wiechers heute, der uns hier bei der Technik unterstützt hat, der auch mit Ricardo die Technikeinführung gemacht hat. Ja, Jens, vielen Dank auch, dass du da bist und uns hier wie immer unterstützt. Ich begrüße jetzt nochmal ganz offiziell und formell unseren heutigen Gast, Ricardo Altieri von der Universität Potsdam. Der hat seine Dissertation abgegeben, alle Prüfungen gemacht und so, also sozusagen alle Leistungen erbracht. Und jetzt muss das Buch dann nur noch publiziert werden. Ursprünglich hast du Geschichte und Germanistik studiert, ne, in Würzburg, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und dann in Potsdam an der Uni dann promoviert in neuester Geschichte. Und das Thema, das ist auch ganz spannend, weil Ricardo sich für Biografik auch interessiert. Das ist ja auch so ein, also man lernt hier immer die tollsten Sachen. Das ist ja somit das Schöne bei dieser Reihe irgendwie, dass man so Forschungsbereiche dann kennenlernt. Und er hat promoviert über eine Doppelbiografie von Rosi Wolfstein und Paul Fröhlich, die in der Arbeiterbewegung, in der Politikgeschichte wohl durch ihre großen Netzwerke, die sie hatten, eine ganz signifikante Rolle gespielt haben, was aber noch total unbekannt ist. Und er hat da also, da gibt es auch eine Webseite dazu mit einem Blog und so, wo ihr dann noch so ein bisschen Infos dazu finden könnt und so, wenn euch das interessiert. Also findet ihr auf jeden Fall dann. Genau, als Forschungsinteressen hat Ricardo, wie gesagt, einmal halt die Biografik, dann die historische Arbeiterbewegung, das ist dann sozusagen auch das Thema, und das unterfränkische Judentum auch. Also du bist selber auch aus Franken, ne? Also von daher auch so einen gewissen Bezug dann. Und natürlich Klassismus in der Wissenschaft, und das wird auch das heutige Thema dann sein. Ricardo, ich freue mich riesig, dass du da bist. Ganz, ganz herzlich willkommen bei uns. Ich mache dann meine Kamera aus. The stage is yours. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich bin schon sehr gespannt, wie es heute wird. Ich habe nämlich vor, einen Vortrag kurz zu halten in 15, maximal 20-minütiger Länge, damit wir uns jetzt nicht allzu lang an irgendeiner Präsentation festhängen. Und danach möchte ich am liebsten gleich in die Diskussion einsteigen. Denn das Thema Klassismus kann man natürlich auf die unterschiedlichsten Weisen diskutieren. Ich hätte nur noch eine Sache vorher, und zwar möchte ich nochmal einen Link posten. Ich kann es leider nicht an alle schicken. Ich würde also nochmal die Organisation bitten, das zu teilen, wenn es geht. Und zwar, das ist Alles ein klar, mache bisschen, ich. Dankeschön. Das ist ein Link, den kann man vielleicht jetzt oder auch gerne erst nach der Veranstaltung aufrufen. Da geht es um eine Möglichkeit, ich zeige es mal kurz im Bildschirm bei Zeit Online. Kann man hier das ist jetzt voreingestellt, das wird man nachher in meiner Präsentation auch als Screenshot sehen, dieses 39,6% hier, das habe ich jetzt nicht für mich ausgewählt, sondern das ist voreingestellt. Und man kann dann an der Höhe des Gehalts schrauben, man kann seine Ersparnisse verändern und alles Mögliche justieren. Und am Ende wird dann quasi berechnet, wo man sich innerhalb der Gesellschaftsschicht befindet, sozusagen. Hier unten kann man auch Beispiele aufrufen, also zum Beispiel die Rentnerin. Und dann wird man hier angezeigt bekommen, warum, also mit welchem Gehalt monatlich, mit welchen Ersparnissen und so weiter, warum eine Rentnerin dazugeordnet wird. Ist vielleicht für zu Hause ganz interessant, können alle gerne mal ausprobieren, wenn sie möchten. Das kommt in meiner Präsentation auch gleich vor, mit der ich jetzt beginnen möchte. Ja, Klassismus und Wissenschaft, wir haben es schon vorhin in dem Mentimeter gesehen. Es geht also um etwas, das man mit dem Begriff Diskriminierung bezeichnen kann. Aber das ist ein bisschen verkürzt, würde ich sagen. Also ich will jetzt den Begriff Diskriminierung anders definieren. Und zwar als ein Gegenteilwort im Gegensatzpaar Privileg und Diskriminierung. Das bedeutet, wir sprechen hier von den Gegensätzen Reichtum versus Armut. Also Menschen, die reich sind, sind privilegiert. Menschen, die arm sind, die sind in aller möglichen, in allen möglichen Hinsichten diskriminiert. Und da kommt der Begriff sozusagen in der Literatur vor, zum Beispiel bei Andreas Kemper in seiner Einführung mit Heike Weinbach zusammen in den Klassismus. Ja, das wurde gerade schon erwähnt. Wir haben ein Buch zum Thema unter diesem Titel Klassismus und Wissenschaft veröffentlicht. Und das ist letztes Jahr in der ersten Auflage erschienen und dieses Jahr bereits in der zweiten. In der Einleitung der ersten Auflage hatten wir noch geschrieben, dass das Wort Klassismus in allen möglichen typografischen Programmen als Fehler unterringelt wird, also in Word oder anderen Programmen. Und dass der Duden das Wort noch nicht kennt. Das hat sich zwischenzeitlich geändert. Im Dezember 2020 ist der Begriff in den Duden aufgenommen worden, was hier in dem Screenshot zu sehen ist. Der Duden ja, definiert ihn folgendermaßen: Diskriminierung,
steht ganz unten am Bildschirmrand, Diskriminierung oder Vorurteile gegenüber einer Person oder Personen aufgrund einer, in Klammern, vermuteten Zugehörigkeit zu oder Herkunft aus einer bestimmten, in Klammern, niedrigen sozialen Klasse. Gut, das ist jetzt die Definition des Dudens, da kann man drüber streiten. Das Wort Diskriminierung kommt auf jeden Fall auch vor. Auch Vorurteile spielen schon eine Rolle und ich werde dann auch später ein bisschen was dazu sagen, warum das schon mit Vorurteilen beginnt, warum schon das herablassende Blicken auf eine Person aus der Armutsklasse zum Beispiel klassistisch sein kann, warum es aber auch nicht unbedingt der Fall sein muss, beziehungsweise warum dann dezidierte Äußerungen in diese Richtung eben auf jeden Fall klassistisch sind. Also der Begriff Klassismus hat ein Adjektiv klassistisch und das Gegenteilwort dazu, wenn man sagt, man engagiert sich gegen Klassismus, ist Antiklassismus oder antiklassistisch. Ja, ganz kurz, das werde ich jetzt nicht ausführen, weil erstens tut es gar nicht viel zur Sache und zweitens kennen es vielleicht auch viele schon. Ich will nur kurz auf die Ursprünge des Klassenbegriffs oder der Klassentheorien eingehen, wobei ich das Ganze dezidiert nicht theoretisch aufziehe, sondern eher biografisch, das wurde ja schon gesagt. Also es geht hier quasi um das Gegenüberstellen von quantitativen vielleicht und qualitativen Methoden. Also die qualitative Methode hier jetzt die Biografien zu untersuchen und Menschen ins Zentrum zu stellen, die von sich erzählen und daraus dann systematisch Aussagen treffen zu können, die auf die gesamte Gesellschaft zutreffen könnten, finde ich persönlich jetzt momentan für dieses Thema zielführender als Statistiken in Umfragen. Das könnte man jetzt als nächsten Schritt machen, dadurch, dass sich das Thema gerade so etabliert. Aber noch ist es ein bisschen im Kommen. Also Klassismus rekurriert auf den Begriff Klasse und da können wir natürlich alle möglichen Definitionen herziehen. Es geht jetzt nicht um die Schulklasse oder sowas, sondern es geht um den Klassenbegriff, wie er aus der Ökonomie abgeleitet wird und das ist bei Karl Marx sozusagen entstanden. Allerdings hat Karl Marx auch einen reinen ökonomischen Begriff Klasse verwendet. Es geht ihm also hauptsächlich um die finanzielle Leistung oder Zahlkraft der Menschen. Max Weber hat das Ganze dann um eine soziale Komponente erweitert. Und Pierre Bourdieu hat dann letztlich die drei Begriffe definiert, ökonomisches Kapital, soziales Kapital und kulturelles Kapital. Das ist etwas, was wir alle irgendwie besitzen und in der einen oder anderen Form mehr ausgeprägt oder weniger ausgeprägt. Bei ökonomischem Kapital geht es weiterhin um die finanziellen Mittel, also um Ersparnisse, um Grundbesitz, um Aktienbesitz, derartige Dinge. Beim sozialen Kapital geht es um das, was wir heute als Vitamin B umschreiben würden, also Connections, Netzwerkgeschichten, da komme ich gleich noch dazu. Und das Letzte, das kulturelle Kapital, das sind sozusagen patentierte Schulabschlüsse, Uniabschlüsse, Ausbildungsscheine und so weiter. All diese Dinge, die man gemacht hat, die einem quasi patentieren, das bin ich oder das bist du. Ja, Pierre Bourdieu hat in seinem klassentheoretischen Modell mal eine solche Grafik aufgestellt, die ich jetzt kurz im nackten Zustand sozusagen erklären möchte. Und zwar haben wir da einen Pfeil von unten nach oben, der das Kapitalvolumen darstellt und einen Pfeil von links nach rechts, der nach oben und nach unten kulturelles Kapital und ökonomisches Kapital abgrenzt, mit Plus und Minus jeweils versehen in der Dynamik. Das Ganze bekommt dann im ausgefüllten Zustand auch noch eine Zeitachse. Das ist dieser graue Pfeil von links unten nach rechts oben, wie er da verläuft. Und das Ganze soll jetzt gar nicht im Detail analysiert werden, sondern es geht jetzt ein bisschen darum zu verorten, wo werden eigentlich die einzelnen Menschen zugeordnet? Also wo hat Bourdieu die eingezeichnet? Ich habe meine Positionierungen, also diese roten Kreise, habe ich von Nicole Burzahn übernommen. Und die gibt es in verschiedenen Berechnungen, die aber immer wieder zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Also zum Beispiel, wenn wir in den rechten oberen Quadranten gucken, da steht zum Beispiel mal Führungskräfte, öffentlicher Dienst. Das ist bei allen anderen auch etwa in diesem Feld. Der Punkt kann dann ein bisschen wandern, aber er bleibt eigentlich immer in diesem, besten Quadranten, nämlich da, wo das ökonomische Kapital und das Kapitalvolumen am höchsten sind. Gleichzeitig gibt es dann den Nachteil, dass man vielleicht, wenn man jetzt weiter links steht, nicht genauso viel Kapitalvolumen oder genauso viel ökonomisches Kapital hat. Dafür hat man höheres kulturelles Kapital. Das heißt, Menschen wie Ärzte und Ärztinnen, aber auch leitende Angestellte, Hochschullehrende, Gymnasiallehrkräfte, sonstige Lehrkräfte und so weiter, haben meistens ein sehr hohes kulturelles Kapital. Je weiter der Punkt nach links ausschlägt, desto höher ist das kulturelle Kapital. Aber es kann eben auch passieren, dass sie dadurch nicht zu den maximalen ökonomischen Kapitalwerten aufsteigen können. Das ist uns eigentlich allen bekannt, das ist jetzt keine Überraschung. Deswegen stehen an der obersten Stelle auch Ärzte und Ärztinnen und die freien Wirtschaftsberufe der Industrie- und Handelskammer, das heißt die Top-Manager und so weiter, die an der Spitze der wirtschaftlichen Elite stehen, die haben natürlich das höchste Kapitalvolumen und auch extrem hohes ökonomisches Kapital.
So. Das Problem aus der Klassismusperspektive wäre jetzt bei Bourdieu, dass man sagt, es fehlt hier ein bisschen die Ebene. Also es geht hier nicht um eine vertikale Dimension, sondern eher um so eine senkrechte, horizontale, senkrechte Dimension. Und wir suchen eigentlich eher so die Ebene heraus. Denn alles, was wir jetzt quasi in dieser Form darstellen, das kann zu sogenannten Sozialvertikalismen führen. Das heißt, man definiert etwas, was oben ist und etwas, was unten ist. Und alles, was oben ist, wird irgendwie als gut betrachtet. Und alles, was unten ist, wird irgendwie als schlecht betrachtet. Und dazu später noch ein bisschen mehr. Also das Wording, die Verwendung von Begriffen in der Klassismusdiskussion, das ist noch nicht ausgefeilt. Da geht es noch die ganze Zeit um die Definitionen. Da wird immer noch hin und her diskutiert. Da können wir nachher auch gerne drüber sprechen. Jetzt kurz zu dieser Einteilung, die ich vorhin schon gezeigt habe von Zeit.de. Da wird die Gesellschaft, die Klassengesellschaft in 6 verschiedene Gruppen geteilt. Und man sieht eindeutig, die größte Gruppe in der Mitte ist die sogenannte Mitte hier. Und ja, unten die Armut, aber auch oben die Wohlhabenheit, die sind so ein bisschen kleiner. Das Ganze wird halt hier auch in 6 Gruppen definiert, weswegen das ein kleines bisschen verwässert ist. Und ich habe mir da so ein bisschen meine eigene Definition, oder nicht meine eigene, die stammt natürlich nicht von mir, aber ich habe mir da eine Definition angeeignet, die aus dem amerikanischen Raum eher übertragen werden kann. Und da sprechen wir einmal von der Armutsklasse, das ist in den USA die Poverty Class, also insgesamt gibt es 4 Klassen in den USA oder generell in dieser Definition. Dann haben wir die Working Class, die Arbeiterklasse oder die, wie ich sie nenne, Arbeitsklasse, weil ich finde, dass der Begriff sonst nicht mit den anderen zusammenpasst, weil Armutsklasse und Arbeitsklasse passt halt zusammen. Arbeiterinnenklasse passt irgendwie nicht. Dann gibt es die Middle Class oder die Mittelklasse und dann natürlich die Reichtumsklasse im Deutschen oder die Upper Class im amerikanischen bzw. englischen. Und bei dem Begriff Upper Class haben wir eigentlich auch gleich schon das Problem dieses Sozialvertikalismus, also die Oberklasse im wörtlichen Sinne übertragen. Und den Begriff versuche ich persönlich zu meiden, einfach um zu zeigen, es ist nicht unbedingt besser, wenn man in der Reichtumsklasse ist, sondern man ist schlicht und ergreifend ökonomisch vermögender. Und das muss nichts bedeuten. Also das hat keine qualitative Auswirkung auf eine menschliche Identität oder irgend so etwas. Wenn man jetzt diese 4 Klassenbegriffe zur Grundlage nimmt, dann kommen wir zu einer, ja, zu einem Tortendiagramm. Ich habe bewusst keine Pyramide genommen, denn eine Pyramide ist ja auch wieder von oben nach unten, sondern ich habe jetzt hier eine Ebene genommen, wo wir uns quasi in der Horizontale bewegen können. Und da sehen wir, es ist weiterhin so, die Mittelklasse ist mit Abstand die größte. Und hier unten links habe ich die Zahlen auch vermerkt, die ich da als Grundlage verwendet habe. Also mit 49% fast die Hälfte der Gesellschaft. Die Reichtumsklasse macht eigentlich nur 8% aus. Und das, was wir früher als klassische Arbeiterklasse, also jetzt als Arbeitsklasse bezeichnet haben, sind auch nur 27,3%. Das liegt aber nicht daran, dass es so wenige ArbeiterInnen gibt. Das ist nämlich eine bis, also es ist so ein bisschen verschleiert, sage ich mal. Es wird da einfach anders definiert als früher. Wir denken jetzt heute nicht mehr an Leute im Blaumann, die mit Stahlhammer in die Fabrik gehen, sondern wir denken halt an alles von Angestellten bis Menschen, die eben immer noch in klassischen ArbeiterInnenberufen tätig sind. Das Ganze wird aber immer noch ökonomisch an einer Einkommensgrenze bemessen. Das heißt, wer der Armutsklasse angehört, kann trotzdem auch Arbeiterin sein, hat aber einfach ein so geringes Einkommen, dass es eben nicht für die Definition reichen würde. Jedenfalls nicht nach dem sozioökonomischen Panel des Instituts der deutschen Wirtschaft. Ja, wie manifestiert sich jetzt eigentlich Klassismus in der Hochschullandschaft? Bei Klassismus und Wissenschaft geht es ja darum, wie zeigt sich das in der Hochschullandschaft? Es geht jetzt darum, wie Menschen, die der Armutsklasse oder der Arbeitsklasse entstammen, sich an den Universitäten und Hochschulen, ja, behaupten, sage ich jetzt mal. Und mit behaupten meine ich, was sind sie da für Problemen ausgesetzt? Wo kriegen sie vielleicht Steine in den Weg gelegt? Wo ist das Ganze mit Schamgefühl behaftet? Oder wo wird ihnen karrieremäßig auch manchmal ein Schritt verbaut oder wie auch immer. Da werde ich dann am Ende auch noch mit ein paar Fakten daherkommen, damit man das Ganze auch ein bisschen in Zahlen sehen kann. Aber jetzt erstmal, worum geht's? Das, was Bourdieu noch als soziales Kapital bezeichnet hat, das wurde dann in den letzten Jahrzehnten irgendwann als Netzwerke bezeichnet und heute sprechen wir vielleicht vom Networking, je nachdem, wie man da sozialisiert ist. Also es geht um die Connections, es geht ums Vitamin B, es geht darum, wie kann ich mir helfen, in der Welt nach oben zu kommen, wenn ich diesen sozialvertikalistischen Begriff jetzt verwenden möchte, oder voranzukommen. Das ist der Begriff, den wir eher verwenden. Also wie kann ich meine Klassenschranke durchbrechen? Das funktioniert hauptsächlich dadurch. Also wenn ich keine Menschen kenne, die mir helfen können, dann nützen mir auch meine hohe
kulturelle, meine hohe kulturelle Kapitalanhäufung nützt mir dann nicht viel. Denn wenn ich nicht die Personen kenne, die mir helfen können, in entscheidende Funktionen zu kommen, dann komme ich da in der Regel leider auch nicht rein. Jetzt gibt es quasi die klassische Entwicklung von der Schule zum Hochschulabschluss zur Promotion. Die Promotion ist bekanntlich der höchste akademische Abschluss, den man erlangen kann. Eine Habilitation oder Berufung zur Professur ist dann nicht mehr unter der gleichen Definition zu begreifen. Den Titel Doktor behält man auch nach der Emeritierung bei. Also auch wenn man nicht Professor ist und nicht emeritiert wird. Wie sieht es jetzt also aus? Wie kann man nachweisen, warum es da eventuell Probleme gibt? Das lässt sich an einer sogenannten, ja, an einer Trichtergrafik darstellen, dem sogenannten Bildungstrichter. Schauen wir uns die beiden mal an. Wir haben links im lilanen Feld die Kinder aus nicht akademischen Familien und rechts im grünen Feld die Kinder aus akademischen Familien. Wenn 100 Kinder die Grundschule besucht haben, dann werden von diesen 100 Kindern 21 aus dem nicht akademischen Background ein Studium überhaupt erstmal beginnen. Bei den anderen sind es 74. Bei dem Bachelorabschluss letztlich landen von den 21 nur noch 15. Und bei den 74 immerhin 63. Das bedeutet, den Studienabschluss, also die Promotionszulassung, ganz formal, ganz gleich, welchen Abschluss man jetzt erlangt hat, erreichen dann nur noch 8 Kinder aus einer nicht akademischen Familie, aber 45, also fast noch die Hälfte, aus den akademischen Familien. Ja, und dann sehen wir ganz unten ein krasses Verhältnis 10 zu 1. Also nur einem Kind von 100 Kindern gelingt letztlich der Promotionsabschluss und demgegenüber steht dann die zehnfache Menge, nämlich insgesamt 10. Das ist ja, eine Grafik, die findet man in ganz vielen Formen im Internet, unter anderem auch in Österreich. Dort sieht es ein bisschen anders aus, aber im Endeffekt sind die Tendenzen exakt die gleichen. Also es gibt einen Nachteil im Bildungssystem voranzukommen, ganz nachgewiesen an nackten Zahlen, wenn man eben nicht aus einer Familie kommt, in der sozusagen schon bestimmte Dinge existieren, sei es jetzt soziales Kapital oder eben vor allem auch ökonomisches Kapital, denn Bildung ist auch eine Geldfrage, leider. Das kann natürlich dann auch zu Verwirrung führen oder zur Verängstigung an den Hochschulen, kann das auch zu ein bisschen Persönlichkeitsproblemen führen, dass man irgendwie ja, sich unwohl fühlt. Christian Baron hat zum Beispiel in seinem Buch, das er geschrieben hat, Ein Mann seiner Klasse, hat er so einen Satz formuliert, als er an der Universität ankam und noch am Campus, am Schild Universität hängen geblieben ist und irgendwie nicht gewusst hat, wie es jetzt weitergeht, haben sich seine Kommilitonen schon zum ersten Kneipenabend verabredet, so ungefähr. Also da gibt es Wahrnehmungsprobleme, die meisten gar nicht artikulieren würden, die gar nicht drüber reden würden. Und das sind nur so die ersten Vorzeichen dessen, was da noch kommt, in dem Moment, wo man quasi die Akademie betritt. Ja, nur ein paar biografische Beispiele, um einfach auch zu zeigen, wie das von verschiedenen Leuten inzwischen wahrgenommen wird. Also einer derjenigen, die das Ganze sehr losgetreten haben, ist der französische Soziologe Didier Aribon, der sein Buch Rückkehr nach Reims zwischenzeitlich, ich weiß gar nicht, in 15, 16 oder 17 Auflagen vermittelt hat. Also das Buch wird wirklich breit gelesen. Und jetzt lese ich hier kurz mal das Zitat vor. Heute bin ich Professor. Als ich meiner Mutter erklärte, dass man mir eine Stelle angeboten hatte, fragte sie ganz gerührt, und was für ein Professor wirst du? Philosophie? Eher Soziologie. Soziologie, erwiderte sie, hat das was mit der Gesellschaft zu tun? Ja, das ist auch gleichzeitig schon der erste Punkt, wo die Leute, die das Klassismustheorem vertreten, Didier Ribon so ein bisschen einen kleinen Vorwurf machen, denn so ehrbar seine Idee war, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, hat er leider auch in seinem Buch einen ziemlich herablassenden Blick auf sein Herkunftsmilieu dargestellt. Also er hat sich sehr, oder nicht sehr, aber er hat sich bisweilen abwertend geäußert und sozusagen reproduziert, wogegen er sich eigentlich aussprechen möchte. Ja, im letzten Jahr sind dann einige Publikationen zu diesem Thema erschienen. Warum oder wie das miteinander zusammenhängt, kann man gar nicht sagen. Die Leute haben sich auf jeden Fall nicht abgesprochen. Es ist einfach überall gleichzeitig Thema geworden. Deswegen zuerst mal hier aus dem Buch vom Arbeiterkind zur Professur möchte ich kurz zwei Zitate vorlesen, denn nee, ist nur ein Zitat, Entschuldigung. Denn dieses Buch erschien letztes Jahr als erstes in einer Reihe. Und ja, da geht es auch um Didier Ribon. Also, Eribon offenbart sich als verletzliche, unsichere Person, deren Herkunftsscham bis ins hohe Alter ihre Spuren im Selbstbewusstsein und Empfinden hinterlassen hat. Selbst als erfolgreicher Wissenschaftler und Schriftsteller wird er in bestimmten Situationen und Kontexten nach wie vor
von Gefühlen der Unzulänglichkeit und Scham geplagt. Wenngleich Herkunftserzählungen Gelehrter vor allem in Frankreich eine gewisse Tradition haben, Camus, Sartre, Bourdieu haben da also auch schon drüber geschrieben, bewegt Erribons Selbsterkundung durch ihre Offenheit, nicht zuletzt, weil durch das Einräumen von persönlichen Schwächen der Mythos vom souveränen Homo Academicus entzaubert wird. Also wir sehen, in Frankreich gab es diese Tradition, auch mal über sich selbst zu sprechen, schon vorher. In Deutschland ist das eher ein Tabuthema bisher gewesen, es haben sich wenige getraut. Und in diesem Band hier vom Arbeiterkind zur Professur haben sich gleich 15 Personen zusammengefunden, die eben genau so einen Entwicklungsschritt hinter sich haben. Man kann auch den Begriff von Bettina Aumeier und Brigitte Teisel verwenden, nämlich eine Klassenreise. Sie haben also eine Klassenreise hinter sich gebracht und haben darüber erzählt. Aber damit sind sie eben nicht die Einzigen. Auch in unserem Band, der zwischenzeitlich eben in der zweiten Auflage erschienen ist, kommen solche Dinge vor. Und dort haben wir in der Einleitung Folgendes geschrieben. Klassismus ausgesetzt zu sein, hat oft Schamgefühle zur Folge. Über Scham schreiben, wie geht das? Geht das überhaupt? So ist dieses Buch auch ein Experiment. Wir wollten keine weiteren Theorietexte zu Klassismus und Intersektionalität produzieren. Dazu gibt es viele, wenn auch insgesamt sicher noch zu wenige. Welche Art von Schmerz und Schamgefühl löst dabei der Bildungsaufstieg in uns oder bei unseren Familien aus, wenn man sich im Laufe der Zeit bewusst wird, dass man irgendwie dazwischen steht? Zwischen Herkunft und Akademie, zwischen Dialekt und Wissenschaftssprache. Der Begriff Bildungsaufstieg habe ich hier der wurde in der Einleitung so ein bisschen in distanzierten Anführungszeichen gesetzt. Das habe ich ja vorhin schon erklärt. Das ist auch ein Sozialvertikalismus. Also Aufstieg bedeutet ja auch, dass man sich quasi nach oben zu etwas Besserem hinarbeiten kann. Und dann haben wir wieder diese negative Betrachtung der ganzen Geschichte. Intersektionalität ist hier noch als Begriff gefallen, der vielleicht nicht allen bekannt ist. Es geht bei der Intersektionalitätstheorie oder These darum, dass ein oppressiver Ismus, also ein unterdrückender Ismus, selten allein daherkommt. Das heißt, in der Regel gibt es die sogenannte Triple Oppression, also die dreifache Unterdrückung. Und dann haben wir dann kommen zusammen Klassismus, also ja, Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft, Rassismus und Sexismus. Und die Begriffe funktionieren auch analog. Also es geht hier eben um dieselben Phänomene. Bei Sexismus zum Beispiel, also auch schon ein Treppenwitz ist gelegentlich sexistisch und natürlich bis hin zu den frauenfeindlichsten Äußerungen an der Spitze bezeichnen wir all diese Dinge, diese ganze Schattierung, diese ganze Bandbreite bezeichnen wir als Sexismus. Und so ist es eben auch bei Klassismus. Auch ein Name, also sich über einen Namen wie Kevin zum Beispiel lustig zu machen, ist genauso klassistisch wie letzten Endes sich hinzustellen und zu sagen, alle armen Menschen stinken oder sind schlecht oder sonst irgendwas. Da haben wir eine riesengroße Bandbreite und deswegen funktionieren diese Begriffe parallel. Ja, den Ursprung dieser ganzen Klassismusdebatte in Deutschland könnte man, wenn man so will, sagen, haben Andreas Kemper und Heike Weinbach losgetreten mit ihrem Buch Klassismus, eine Einführung. Das ist bereits 2009 erschienen, aber auch im letzten Jahr in der dritten Auflage herausgekommen. Das heißt, auch im Klassismusjahr 2020 sozusagen. Ich nenne das deswegen so, erstens, weil so viele Publikationen erschienen sind und zweitens, weil durch diese ganze Corona-Krise die Arm-Reich-Schere nicht nur in Deutschland, sondern insbesondere weltweit wieder extrem sichtbar geworden ist und auch weiter aufgegangen ist. Denn auf der einen Seite haben wir eben jetzt Menschen in Ländern wie Brasilien, Südafrika oder der Türkei, die uns als Opfer in Anführungszeichen für die Impftests hergehalten haben. Gleichzeitig wird aber in diesen Ländern jetzt deutlich weniger oder gar nicht geimpft. Also die Menschen profitieren nicht davon, dass sie vorher dazu beigetragen haben, dass der Impfstoff hergestellt werden kann. Und auf der anderen Seite haben wir Personen wie Jeff Bezos als Chef von Amazon, der reicher denn je geworden ist durch diese Krise, ohne dass er das groß forciert hat. Das ist quasi ein Ausversehen gewesen, dass eben durch mehr Bestellungen im Onlinehandel sein Reichtum sich wahnsinnig vermehrt hat. Okay, jetzt kurz zum Thema Bildung und Wissenschaft zurück. Ich zitiere hier kurz aus dem abgebildeten Buch. Es sind drei Ebenen zu unterscheiden, in denen Bildungsklassismus praktiziert wird. Erstens, die Definitionsmacht darüber, was als Bildung gilt und wer als gebildet bzw. ungebildet gilt. Zweitens, hiermit einhergehend, die Zuteilungspraxis der Bildungszertifikate durch sogenannte TorwächterInnen, also Gatekeeper, an den jeweiligen Bildungsschwellen. Und drittens, schließlich die klassenspezifische Verteilung gesellschaftlicher Ressourcen für die Erlangung der legitimen Bildung. Ein weiteres Buch, das schon in dritter Auflage erschienen ist, ist
dass der Band Solidarisch gegen Klassismus von Francis Sage und Brigitte Teisel, der widmet sich dem Klassismus-Thema jetzt gesamtgesellschaftlich. Da geht es eben nicht nur um Wissenschaft und Bildung, sondern um die gesamte Gesellschaft, also um den Armutsaspekt als gesamtgesellschaftliches strukturelles Problem und Phänomen in unserer Gesellschaft. Und da erscheint natürlich ganz anderes, qualitativ auch schlimmeres Material als jetzt in der Wissenschaftswelt, wo es eher um die Diskriminierung am Rande geht oder um die Erfahrung der eigenen Person, aber jetzt nicht um radikale Armut. Und in diesem Buch schreiben Francis Sage und Brigitte Teisel: In den aktuellen Debatten gibt es zu wenig klassengemischte Auseinandersetzungen. Meistens bleiben AkademikerInnen aus der Mittelklasse kommend oder aufgestiegen aus der ArbeiterInnen- oder Armutsklasse unter sich. Selten kommen Leute zu Wort, die langfristig von Klassismus betroffen sind und keine Aufstiegsgeschichte zu berichten haben. Auch hier sehen wir die Begriffe, die mit Aufsteigen ja, operieren, die wurden auch wieder in distanzierte Anführungszeichen gesetzt. Und das Ganze ist schon durchaus wahr, muss man sagen. Wir haben jetzt einige Buchvorstellungen und auch Veranstaltungen gemacht, also sowohl diese beiden HerausgeberInnen als auch wir. Und es ist durchaus ein akademisches Feld. Es wird auch in der Diskussion oder im Diskurs, der gerade darüber geführt wird, hauptsächlich von akademischer Seite argumentiert. Und das ist ein Problem. Also wir möchten ja eigentlich ein gesamtgesellschaftliches Thema angreifen und damit auch die gesamte Gesellschaft einbeziehen. Und das passiert jetzt noch nicht wirklich. Aber mal gucken, wie sich's entwickelt. Also Klassismus als Erfahrung. Das Klassismus-Theorem ist international anschlussfähig, was man unter dem Hashtag Classism, aber auch unter dem deutschen Hashtag Klassismus sehen kann. Er kommt nicht nur aus dem amerikanischen Raum, da ist er so in den 1970er Jahren entwickelt oder vor allem mit seiner heutigen Definition versehen worden, sondern er wirkt natürlich dadurch auch international, einfach weil er überall verwendet werden konnte. Der Vorzug gegenüber Begriffen wie Klassenrassismus, den Bourdieu verwendet hat, ist die einfache Nachvollziehbarkeit. Durch einen Terminus werden ganze Strukturdefizite unserer Gesellschaft erklärt und das anhand eines Begriffs, der sich inzwischen weltweit etabliert hat. Also Classism, aber auch Klassismus. Der Klassismusbegriff schafft Klassenbewusstsein, anders als zum Beispiel die Begriffe Milieu oder Schicht, die auch despektierlich verwendet werden können. Nur durch Klassenbewusstsein können Diskriminierungen und eigene Privilegien als solche erkannt oder anerkannt werden. Also der Begriff Schicht wurde der Geografie entlehnt, aber Menschen sind ja keine Gesteinsablagerungen im Erdboden. Das sollte man sich schon irgendwie bedenken. Und wir wissen alle selbst, wie der Begriff Milieu zum Teil verwendet werden kann. Ja, durch die individuelle Erfahrbarkeit von Klassismus hat sich der autobiografische Ansatz methodisch durchgesetzt und den finde ich persönlich eben auch sehr spannend, denn die Menschen, die sich jetzt dazu geäußert haben, die haben das eben teilweise als erst gemacht, jedenfalls hier in Deutschland. Und für mich als Historiker ist es besonders interessant, dass man ja mit solchen Erfahrungen oder Texten auch ein bisschen Quellenmaterial erstellen kann. Also zum Beispiel können in 100 Jahren künftige Generationen zurückblicken und können sich sagen, hey, ich will mal wissen, wie das eigentlich damals war, so 2020. Wie hat man sich damals eigentlich an der Uni gefühlt? Weil vielleicht ist es bis dahin ja ganz anders, wenn man eben nicht aus einer akademischen Familie kam. Und dann können diese Leute solche Texte immer noch in die Hand nehmen und nachlesen, wie das damals ganz zeitnah von den Leuten wahrgenommen wurde. Und deswegen ist das Ganze für mich auch als Historiker interessant, aber natürlich ist das nicht die Intention unseres Buches gewesen, hier irgendwelche Texterzeugnisse für die Zukunft zu schreiben. Ein weiteres Buch, das hier den Begriff schon vor einigen Jahren weitergetragen hat, ist die Dissertation von Julia Rosshart, Klassenunterschiede im feministischen Bewegungsalltag. Und auch sie hat da eine autobiografische Komponente eingeflochten. Sie schreibt: Ohne das Vorbild meiner besten Freundin, die älter war als ich und studierte, wäre ich mit ziemlicher Sicherheit nie auf die Idee gekommen, ein Studium aufzunehmen. Universität bedeutete im positiven Sinne Austausch und Vernetzung, Zugang zu politischer, kritischer, feministischer Bildung, Zeit zum Lernen, Denken, Lesen, Schreiben. Zugleich jedoch wurden Scham, Unsicherheiten und das mich unwohl fühlen auf akademischen Kongressen und in spezifischen akademischen Bekanntenkreisen und Politkontexten zur Normalität. Später führten sie zu Vermeidungsstrategien. Ja, was hier auch vielleicht ganz interessant ist, ist nochmal auf den ersten Satz bezogen, ohne das Vorbild meiner besten Freundin. Das ist tatsächlich ein Phänomen, das bei vielen anderen auch vorkommt und in den Texten ganz klar als ein Element hervorsticht, das Parallelbildung zeigt. Und wenn man jetzt da Zahlen haben möchte, könnte man sich zum Beispiel die Anzahl von Studierenden in den sogenannten Studienwerken ansehen, also in denjenigen Einrichtungen, die die Stipendien vergeben, also die
Elitenförderung betreiben, wenn man so möchte. Und da gibt es dann ganz unterschiedliche Darstellungen. Also die meisten sogenannten ArbeiterInnen-Kinder finden sich bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und bei der Hans-Böckler-Stiftung. Und die wenigsten finden sich im sogenannten Cusanus-Werk. Das ist das Studienwerk, das der katholischen Kirche nahesteht. Und das liegt eigentlich daran, dass da wenig Werbung gemacht wird, dass sich vor allem die eigenen Kinder dort bewerben, also die Kinder derjenigen, die schon dort gefördert wurden. Und so werden dann mehrere Generationen aufeinanderfolgend immer wieder gefördert, einfach weil sich das gar nicht so groß rumspricht. Können sich ja mal alle KatholikInnen, die gerade zugucken, selbst fragen, ob sie den vom Cusanus-Werk schon mal was gehört haben, wenn sie zum Beispiel studiert haben oder auch wenn sie nicht studiert haben, je nachdem. Ja, jetzt nochmal ein Zitat aus unserem Buch. Das ist von Rosa Catani. Da muss ich allerdings sagen, Rosa Catani ist ein Pseudonym. Das ist keine echte Person. Wir haben auch 4 Personen die Möglichkeit gegeben, sich da zu äußern und ihre zum Teil ja, beschämenden oder schambehafteten Erinnerungen zum Besten zu geben, ohne dass man sie dann identifizieren kann. Denn das ist natürlich, das trägt natürlich nicht gerade dazu bei, dass man sich wohlfühlt, seine eigene Geschichte zu erzählen. Und Rosa Catani ist eben ein so ein Beispiel. Und sie schreibt: Ohne den Einsatz meiner Mutter, die sich glücklicherweise den in den 1980er Jahren sicher noch wirksamen Gender-Stereotypen widersetzt hatte, denen zufolge als weiblich markierte Personen keine BildungsaufsteigerInnen zu sein haben, hätte ich vermutlich nie die Chance bekommen, ein Gymnasium zu besuchen. Das hat sie dann aber und hat auch studiert. Und nach dem Studienbeginn hat sie dann geschrieben: Dennoch, trotz all der positiven und neuen Erfahrungen, fühlte ich mich in der Sphäre der Universität wie ein Fremdkörper. Es war, als würde ich nicht hineinpassen und als wäre dies auch allen anderen völlig offenbar. Ja, da kommen wir dann zu sowas, das will ich jetzt nicht weiter ausführen, aber es gibt das sogenannte Imposter-Syndrom oder Hochstapler-Syndrom. Das wird hier so ein bisschen angerissen. Also Menschen, die es eigentlich geschafft haben, die den kulturellen Kapitalsabschluss geschafft haben und ihren Studienabschluss in der Tasche haben, fühlen sich trotzdem oft noch als ja, nicht völlig ausgebildet oder als wären sie nicht am Ziel oder als hätten sie keine Berechtigung, sich selbst zum Beispiel mit einem Masterabschluss als, sagen wir mal, Historiker oder Psychologin zu bezeichnen, sondern sie trauen sich irgendwie nicht, das so anzuerkennen und haben dann auch Scham oder Hemmung, etwas in einer Diskussion zu sagen. Und genau das wird hier schon so ein bisschen umschrieben, aber da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Eine andere Autorin unseres Bandes, Elisabeth Malaya, hat geschrieben: Ein Universitätsstudium wird im familiären Umfeld eines Arbeiterkindes übrigens häufig nicht als positiver Schritt im Sinne eines Bildungsaufstiegs interpretiert, wie dies etwa in den öffentlichen Bildungsdebatten oder in Statistiken selbstverständlich ist. Universitäre Ambitionen werden in der Arbeiterschaft häufig und wohl nicht ganz zu Unrecht mit Misstrauen beobachtet. Auf ein paar Statistiken schauen wir auch gleich noch, denn das ist tatsächlich ganz interessant, was da zum Teil sich widerspiegelt, was man da erkennen kann. Haben wir schon die erste Statistik. Ja, also kurz zur Farbgebung. Es gibt die Farben Blau, Grün, Grau und Rot. Blau ist eine sogenannte hohe Herkunft oder hohe soziale Herkunft. Ich muss mich jetzt leider dieser Begriffe bedienen, die ja eingangs als sozialvertikalistisch bezeichnet wurden, weil sie in der Umfrage so verwendet wurden. Dann gibt es die sogenannte gehobene Herkunft. Das bedeutet, dass mindestens ein Elternteil studiert hat. Bei einem hohen Bildungshintergrund haben beide Elternteile studiert. Und dann gibt es eben auch noch den mittleren Herkunft oder die niedrige Herkunft. Niedrig bedeutet, kein Elternteil hat studiert. Und da sehen wir jetzt, wir müssen uns die Zahlen gar nicht genau angucken. Anhand der Farbverläufe sehen wir eigentlich schon, was es für tendenzielle Entwicklungen gegeben hat, nämlich Blau und Grün, so ein bisschen in Kombination, haben in den letzten Jahren von 1985 bis vor allem 2009 stark zugenommen. Und der rote Balken oben ist immer kleiner geworden. Wir sprechen hier von der sozialen Schließung der Hochschulen oder des Hochschulsystems. Das ist einhergegangen mit dem Machtwechsel in der Bundesregierung, also dem Machtantritt von Helmut Kohl. Und ja, damals ist eben dann beschlossen worden, dass Hochschulen wieder mehr soziale Schließung benötigen, weil sich zu viele Leute an den Unis getummelt haben. Es wurden ja in den 70er Jahren in Deutschland ganz viele Universitäten überhaupt erst neu gegründet. Ja, das spiegelt sich in der Gegenwart leider auch sehr eklatant wider. Wir haben wieder dieses vierfarbige Schema und wir sehen dieses Mal, die Farbe Rot ist eigentlich immer der kleinste Balken, manchmal mit großem Abstand. Grau und Grün ja, befinden sich oft im Mittelfeld und Blau ist meistens am oberen Platz, sage ich jetzt mal.
Was verbirgt sich aber hinter diesen ganzen Zahlen eigentlich? Bei C4 und W3, da sprechen wir von sogenannten LehrstuhlinhaberInnen. Also das sind die Professoren mit den höchsten Gehältern an den Universitäten. Bei C3 und W2, sprechen wir von Professuren, also Menschen, die keinen eigenen Lehrstuhl haben, aber eine Professur an der Uni bekleiden. APL-Professuren ist ein bisschen irreführend. Da bekommt man offiziell überhaupt kein Geld. Das heißt, man hat hier einen Titel qua Amt oder ehrenhalber bekommen, aber man bekommt dafür kein Geld. Deswegen ist hier auch der niedrige blaue Balken nicht überzubewerten. Und die W1-Professoren, das sind die sogenannten Junior-Professoren, die gibt es erst seit kurzem, die sind relativ jung und da zeigt sich ganz eklatant, dass die Menschen mit einem hohen Bildungshintergrund sich sehr, sehr, sehr stark nach vorne bewegen konnten und hier abgreifen konnten, was eben existiert, während halt Menschen mit niedrigem Bildungshintergrund sich hier kaum durchsetzen können und die niedrigste Gruppe markieren. Ja, noch ein Satz aus einem bereits vorgestellten Buch, nämlich Solidarisch gegen Klassismus. Jan Niggemann hat darin geschrieben, und das bitte ich jetzt sozusagen für die Diskussion zu berücksichtigen. Wenn wir über Armut sprechen, müssen wir immer im Hinterkopf haben, was andere Menschen eventuell damit verbinden und was sie in ihrem Leben erfahren haben und dass man da eben vorsichtig sein muss, wie man ihnen begegnet. Was von dem, was ich als normal und selbstverständlich kenne, wurde mir mitgegeben, vererbt oder früh beigebracht? Niemand ist schuld an der eigenen Herkunft, doch die geteilte Sorge um eine solidarische Zukunft ist eine Wahl, die zu treffen ist. Jetzt bedanke ich mich erstmal herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Man kann mich jederzeit unter der hier eingegebenen E-Mail-Adresse kontaktieren und Nachfragen stellen. Ich bin da gerne bereit, darauf zu antworten. Ansonsten findet man mich dann eben bei Twitter oder sonst wo im Internet, kann man meinen Namen eingeben, dann kann man eigentlich auch Kontakt zu mir aufbauen. Und der Werbeblock ist schon aufgefallen wahrscheinlich. Es erscheint in Kürze auch noch ein kleines Buch, das ist hier ein bisschen dicker abgebildet, als es wirklich sein wird, zum Thema Klassismus, Geschichte und Gegenwart, wo ich mich quasi mit der Entwicklung des Begriffs auseinandersetzen werde und vor allem auch mit der, ja, Erscheinungsform in der Hier- und Jetzt-Zeit. Ricardo, vielen, vielen Dank für den spannenden Vortrag und so wieder viele Statistiken auch kennengelernt und sowas. So vieles, was so für meine eigene Forschung auch interessant ist. Und ich glaube, was total rüberkam, ist, dass dieser autobiografische Ansatz unglaublich fruchtbar und nützlich auch ist, gerade für diese Art der Forschung. Ja, dann euch ganz herzlichen Dank auch für eure regen Beiträge. Schön, dass ihr da wart. Bleibt uns gewogen und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Macht's gut.